Hallo, ich bin gerade mal wieder ein paar Tage bei meinen Eltern und habe überlegt, was könnte ich für ein Video machen für euch? Und da ist mir eingefallen, dass ich in meiner Kindheit ein ganz riesengroßes Hobby hatte. Ich bin nämlich immer in den Garten gegangen und habe in unserem Gartenteich gekeschert und geguckt, was sich so für lustige kleine Tierchen darin verbergen. Ich dachte, da nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch, was in unserem Garten hier für lustige kleine Kreaturen hausen. Keine Sorge, ich schmeiß die nachher alle wieder rein. Kein Tier wird zu Schaden kommen. Und es ist auch gut, wenn da ab und zu gekeschert wird, weil da die ganzen Blätter noch drin liegen. Deshalb seid gespannt, ich zeig euch mal die Flora und Fauna unseres Gartens. Guckt mal, da haben wir schon den ersten Kandidaten. Ein kleiner Molch. Ein Männchen. So, hier haben wir den Molch. Weil der in der Luft atmet, habe ich einen Stein mit reingelegt. Aber den möchte ich auch nicht lange hier drin behalten, nur einmal kurz zum Gucken. So, hier habe ich nochmal den Klassiker des Gartenteichs rausgesucht, einen Wasserläufer. Ich habe den mal hier in dieses Behältnis gesetzt, damit ihr den besser sehen könnt. Aber natürlich lasse ich auch den gleich wieder frei. Ich lasse ihn lieber jetzt wieder frei, bevor er ganz durchdreht. Tut mir leid, Kleiner. Hier seid ihr live bei einer Wasserläufervergewaltigung dabei. Glück gehabt, das Opfer ist abgehauen. Und da haben wir einen nicht so schönen Kandidaten. Von Tieren, die man im Gartenteich finden kann. Das ist eine Libellenlarve. Ja, ob man es glaubt oder nicht, aus diesem Ding wird mal eine Libelle schlüpfen. Also es wird sich verpuppen und es wird eine Libelle entstehen. Das Coole ist ja nicht nur die Tiere aus dem Teich rauszuholen, sondern auch zu sehen, wie sie sich fortbewegen. Deshalb schmeiße ich diese Libellenlarve jetzt mal ins Wasser und guck mal, was passiert. Bewegen sich nämlich mit so einer Art Düsentrieb fort. Und das ist doch ziemlich faszinierend. Hier habe ich jetzt noch zwei Wasserschnecken für euch. Die sind aber ein bisschen langweilig, die machen nämlich nichts. Also schmeiße ich die gleich einfach wieder rein. Das Lieblingstier aller Mädchen der Welt. Ein Blutegel. Aber der ist noch relativ klein. Da gibt es viel größere, noch ekligere Varianten. Aber auch eklige Tiere sollen bei uns überleben. Also versuche ich den jetzt mal irgendwie wieder in den Teich zu bekommen. Na, da haben wir schon eine etwas größere Variante eines Blutegels. Auch den Blutegel dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. Der tastet immer so den Boden ab und zieht sich zusammen und wieder auseinander. Bisschen wie eine Raupe oder eine Schnecke. Oder wie eine Schlange.
Ab mit dir in die Freiheit. Freiheit? Bitte geh in die Freiheit. Ja. Danke. Da ist noch was ich euch unbedingt zeigen muss. Das sieht total unspektakulär aus. Ein kleines Stückchen Holz könnte man meinen, aber da steckt so ein kleiner Krebs drin. Seht ihr das? Wenn man die ins Wasser schmeißt, dann kommt immer eine Blubberblase. Seht ihr? Und weg ist er. Ja, wenn man ein Gartenteichvideo macht, darf natürlich auch ein kleiner Goldfisch nicht fehlen. Ich weiß, werden einige sagen, der ist gar nicht golden, aber der ist noch ganz klein und die werden erst im Laufe ihres Lebens rot oder halt golden. Wir haben auch einen ganz weißen Goldfisch im Teich. Das hier ist jetzt noch ein Baby. Was schreit denn da so bescheuert? Wally ist auch schon ganz verstört. Hihi, und noch ein Baby-Goldfisch. Und ein Baby-Baby-Goldfisch. Uäh, guckt, wie meine Hände jetzt aussehen. Ich musste ganz schön in dem Haufen wühlen, um alle lebendigen Viecherchen noch wieder rauszufischen und zurück in den Teich zu werfen. Ich glaube, der ein oder andere fand das bestimmt tierisch eklig, wie ich diese ganzen Krabbelfiecherchen und Würmchen und sowas angefasst habe. Aber habt Nachsicht mit mir, ich bin eben damit aufgewachsen und deshalb finde ich das alles andere als eklig, sondern eher komplett faszinierend, was für eine Artenvielfalt in einem einzigen Gartenteich sein kann. Ich hoffe, auch ihr fandet das Video irgendwie spannend und habt vielleicht ganz gerne zugeguckt, wie die kleinen Kräucher und Fläucher da lang gewitscht sind. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, das Video zu drehen und wieder ein bisschen Kind zu sein und in meinem Gartenteich rumzustöbern. Ja, auf ein neues Video und bis ganz bald. Na? Na, Wally? Alle Tiere müssen einmal gekuschelt werden. Ja, ja.